Ja, gut. Sollen wir schauen, Freund? Wir gucken mal nach. Nein, jetzt geht die auch noch auf. Hallo? Hallo? Ich frage mich, wie man so laufen kann. Oh, die Tür ist offen. Hallo? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Waren wir hier schon? Doch, wir waren hier schon. Hier. Aber wo müssen wir jetzt hin? Ah, wir haben doch jetzt einen Schlüssel, ne? Ah, okay, dann weiß ich jetzt, wo wir hin müssen. Hier geht's nicht weiter. Wir müssen, glaube ich, dahinter laufen wieder. Alter! Glaub's ja nicht. Hallo? Na gut, hier ist ja keiner. Okay. Mein Gott. Wir sind fertig, sagte der Mann. Das Grab war freigelegt. Tin, hinan. Er wartet uns, grinste der zahmlose Arbeiter. Boah, sehen aus wie Gedärme, Freunde. Huch. Sollen wir jetzt auch rüberspringen? Wie sieht's denn bei uns jetzt aus? Alles gut? Der Kopf drin und die Hände zittern. Ja, das ist nicht so geil. Yo! Alter! Wir sind gleich tot, kann das sein? Nee. Kann ja nicht sein, ne? Kann nicht sein. So, ich geh jetzt erstmal zurück. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Ist da jetzt das Gewabbel weg? Nee, das Gewabbel ist noch da. Ist das Gewabbel vielleicht hier unten weg? Jetzt brauche ich jetzt mal keine Laterne mehr. Nein! Will gar nicht weiter stören. Wo bräuchten wir noch den Schlüssel? Ah, ja! Ich erinnere mich, wir brauchen den Schlüssel für den Weinkeller. So. Weinkeller. Die Steinplatte schien undurchdringlich, als könnte sie nie wieder bewegt werden. Eha. Achtung, wenn du im Dunkeln bist, wird sich dein geistiger Zustand allmählich verschlechtern. Zünde die Lichter in deiner Umgebung mit Hilfe von Zünderbüchsen an oder suche nach anderen Lichtquellen. Wie unsere geile Laterne. Und in dem geilen Nachthemd, in dem wir immer noch rumlaufen. Will gar nicht wissen, wie oft er sich schon eingepieselt hat, der Typ. Ah, hier, Mann. Plan, und wir sind wieder in... Where did the Baron go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. Und wir sind wieder zurück in der Realität. Ist jemand? Wir haben kein Lampenöl mehr. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wir brauchen unbedingt Öl. Nee, nicht noch mehr Wein. Öl. Verdammt, verdammt, verdammt. Wir sterben gleich. Unser Zustand verschlechtert sich bis ins Unermessliche. Jetzt einfach mal hier durch. Vielleicht ist er.
Hallo? Komm mal. Da kommen wir offenbar nicht ran. Können wir hier rein? Ah, hier geht's auf. Hallo? Ein Bogen! Ah ne, ein Bogen, eine Säge. Ja, Licht! Gut. Das ist schon mal ein Vorteil. Was haben wir hier? Können wir das nehmen? Nein. Ist hier vielleicht Öl? Entschuldigung, mein Fehler. Ihr müsst jetzt weg. So, so. Aus der Luft gerade noch gefangen. Wir sind richtig Pro-mäßig drauf. Ich glaube nicht, dass hier noch ein bisschen Öl rumliegt, oder? Vielleicht ja schon. Wir werden sehen. Jo, wieder aus der Luft gefangen. Bisschen Fassfußball. Okay, hier ist wohl gar nichts mehr drin. Außer dieses Kubrick. Ein Glas Kubrick. Wenn ich das wüsste, wenn ich wüsste, was es ist, wäre das auch schön. Ich brauche aber Öl. Hallo? So. Hier ist nirgends Öl. War wieder Kubrick, oder? Ja. Fast auf den Schädel bekommen. Nicht so geil. Ist was passiert? Nein. Aber das... Die Fackeln sind aus? Warum? Erstmal hinsetzen. Who in the forest? Hätten wir jetzt wieder voll die Power, ne? Aber wir sind ja nicht super mit... Oh Mann, ich hätte gedacht, ein wenig Öl. Das wäre viel geiler. Nice! Es ist kein Öl mehr im Fass übrig, aber trotzdem. Wie sollen wir jetzt hier rauskommen? Darf ich das mal wissen? Na, jetzt bestimmt irgendwie ein Geheimgang vielleicht wieder. Müssen wir mal kurz gucken. Tschüss. Juhu. Zunderbüchse. Die können wir nicht aufheben. Auch nix. Auch nix. Auch nix. So sieht übrigens mein Keller auch immer aus, ne? Also, nicht wundern. Krass. Wir sind echt Hulk. Ich glaub's nicht. Können wir den hochheben? Ah ne, nur schieben. Ist da ein Durchgang? Oder was sollen wir damit machen? Oder können wir das hier weg... Okay, wegziehen geht, glaube ich. So. Komm schon! Geht nicht. Vielleicht das erst? Kriegen wir auch nicht weg. Jetzt? Wie? So? Was, wenn du ein Objekt in der Hand hältst, kannst du mit ihm mit Rechte machst? Ah, aber das bringt uns ja nichts, das können wir nicht. Hier, das können wir ja nicht schieben. Ah, so ist das. Okay. So. Komm mal mit. Wir brauchen jetzt auch erstmal hier kein Licht. Alter! What the fuck? Boom! Wir sind Hulk mit einer Kiste. Chip. Also ich habe ja keine guten Befürchtungen, was hinter dieser Tür hier liegen will. Ich glaube nämlich jetzt, da ist ein Viech. Oder irgendwas anderes. Hallo? Da hinten können wir ja nicht rein, ne? Da war ich ja gerade drin. Da war ich gerade nicht drin, aber da können wir nicht rein, ne? Die ist zu. Was mit der hier? Ist die auch zu?
Langsam geht der Grusel, glaube ich, echt los, weil... Freunde. Ich denke mal, der macht die Tür auf da. Ich stell mal was davor, nicht, dass der irgendwie reinkommt. Vielleicht glitscht er sich ja fest, weiß man ja nicht. Kann ja mal passieren, hier ist nichts mehr, oder? Nee. Eieiei, ich hab eigentlich gar keine Lust, hier rauszugehen. Scheiße. Über uns läuft gerade jemand lang. Sind das Köpfe? Oder Ritterhelme? Steine. Wer gräbt sich denn da durch, bitte? Mal ehrlich. Wir kommen nicht weg, Freunde. Oder vielleicht doch. Kommt er wieder her? Ich hau dich mit Kiste, Alter. Ist er jetzt weg? War es nur eine Vorstellung? Ich weiß nicht. Können wir jetzt hier wieder nicht zurück? Doch. So. Ich werde jetzt mal gucken, was da hinten noch war. Bitte können wir die drücken, nicht schieben. Scheiße. Hier, nimm das Fass. Hier ist doch jemand. Ist doch keiner. Ich habe ein Fass. What's happening? Oh, feels me like my chest is going to burst. Oh. My God, Wilhelm, do something! Accept him. We're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Okay. Jemand hat hier drin gemordet. Und zwar namens Alexander. Hieß nicht der Baron so? Naja, ich guck jetzt mal hier rein. Hallo? Ist nur noch ein Raum, ne? Ja. Alter, diese ganzen Gedärme, ne? Krass. Oh, neue Notiz. Wilhelms letzte Worte. Mein Name ist Wilhelm Haus Gerich. Dies sind meine letzten Worte, mein Geständnis und mein Testament. Vor 2 Jahren wurde ich zum Schloss Brennenburg beordert. Wie die meisten Aristokraten war ich neugierig zu erfahren, was der Ritter des Ordens wohl von mir wollte, und nahm die Einladung an. Der Baron war freundlich und machte mir einen Vorschlag. Es dämmerte mir, dass es sich um einen schmutzigen Vertrag handelte und dass die Wahl des Barons wegen meiner Dummheiten und nicht wegen meines ehrenhaften Handelns als Soldat in der Vergangenheit auf mich fiel. Ich sollte, wann immer er es mir befahl und ohne Fragen zu stellen, gesunde Menschen entführen. Bitte was? Im Gegenzug würde er ein sehr gutes Wort am Königshof für mich einlegen, was meine Position in der adeligen Gesellschaft verbessern würde. Ja gut, also im früheren Mittelalter, ne, früheren Jahren, hat man schon alles gemacht, damit man Adliger wird, ne? Und der Pisser, der ganz oben ist, war der König. An dieser Stelle möchte ich deutlich machen, dass mir die Entscheidung nicht leicht fiel, aber schließlich nahm ich das Angebot rückhaltlos an. Ja, das ist nicht gut. Von diesem Tag an brachte ich Männer, Frauen und Kinder auf Schloss Brennenburg.
Ich kann mich nicht an die Zahlen erinnern, aber es waren viele, vielleicht sogar 100. Von ihnen wurde nie wieder etwas gesehen oder gehört. Entweder zu Tode vergewaltigt oder ermordet. Heute Abend lud der Baron mich und meine Männer in den Weinkeller ein, um unsere Arbeit zu feiern. Ich war etwas misstrauisch, als wir die Treppe hinabstiegen, aber er bestand darauf und wir stießen in einem Trinkspruch auf uns an. Der Wein schmeckte gut, meine Männer tranken ohne Scheu. Man weiß nicht, was drin ist, ne? Und so beginnt die Strafe für unsere Sünden. Der Baron hat uns eingesperrt und ist nach oben gegangen. Ich bitte um Vergebung für das, was ich getan habe. Ich war schwach und verfiel seinen teuflischen Plänen. Meine Männer schreien. Ihre Haut wurde von ihren eigenen gebrochenen Knochen durchbohrt. Was? Ich fühle mich, wie sich mein Körper Inneres gegen seine gottgegebene Natur auflehnt. Blut fließt aus meinen Augen und ich kann nicht länger leben. Ich sage ja, der Oberste, der König oder der Baron sind immer die Arschlöcher. Die haben sich nur hochgemogelt, Freunde. Haben wir hier was drin? Hallo? Nein, nur zwei Körbchen und etwas an einer Kiste. Okay, da ist nichts drin. Hätte ja sein können. Hier ist auch nichts. Man weiß ja nie, ob hinter welchen Gegenständen was liegen könnte. Die Tür habe ich nicht aufgemacht. Ich höre das Viech, Leute. Ich hab's gehört. Ich höre es immer noch. Haben wir noch... Oh. Ein Glas Königswasser, ein Glas Zinkerz, ein Glas Kuri. Können wir das verbinden? Achso, okay. Sollte mal etwas Licht sparen. Boah, wir sind richtig gerade am Arsch. Und wir haben das letzte... die letzte Zutat gefunden. Noch eine Zunderbüchse, ganz viele Flaschen. Und was ist nur das? Vielleicht hier irgendwie noch was. Das war jetzt nicht so schlau. Mal kurz gucken. Nein, hier ist nichts. Doch, hier. Toll, wir brauchen wieder Lampenöl. Vielleicht haben wir ja was noch in dem Raum drin. Vielleicht ist ja noch was drin. Ich weiß nicht, vielleicht. Wo war das? Das war nicht hier, das war hier drüben. War das hier? Das war hier, ne? Hier ist auch kein Öl, verdammt. Nicht so gut. Naja, was haben wir denn jetzt alles? Müssen wir jetzt zurück zu diesem Experimententisch? Ich denke schon. Ich gehe mal zurück. Es war unvermeidlich. Die Erschütterung auf den Straßen weckte seine Aufmerksamkeit. Als er die Fensterläden öffnete, eröffneten die französischen Soldaten das Feuer auf die zwei zurückfeuernden jungen Männer. Ihre Stimmen verstummten im Rauch der Waffen. Oh shit! Aua. Wir müssen ja jetzt da hinten runter, ne? Wir müssen da noch mal hin. Wir müssen jetzt voll da durchlaufen.
besser, leichter als ich gedacht habe. Nach einem dreitägigen Aufenthalt in Algerien wurde schließlich ein Segelboot arrangiert, das ihn über das Mittelmeer nach Gibraltar bringen sollte. Als er britisches Territorium erreichte, musste nur noch eine Kabine auf der SS Orden frei sein. So, jetzt gehe ich mal kurz zurück. La 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 la. Muss ich jetzt das hier machen? Vier. Und wir haben die vier. Eins. Zwei. Drei. Alter. Und jetzt wollen wir hier noch das. Experimentieren bringt niemanden um. Und wir haben es geschafft. Säuretopf, genau. Können wir damit jetzt auch... Nein. So, jetzt weiß ich erstmal, wo ich hingehe. Was? Was jetzt? Wir können nicht mehr hoch. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Können wir das hochheben? Ja. Genau. So habe ich mir das gedacht. Wir kommen eigentlich recht gut durch, Freunde, würde ich sagen. Das Leinentuch roch nach Wüste und feuchten Moschus. Die Stücke lagen durcheinander gewürfelt darüber. Zu viele, dachte er. Oder vielleicht zu wenige. Der Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Der muss für hier verwendet werden, für die Alter, was ist das denn jetzt? Mehr aus, es sieht so eklig aus, ne? Wie so ein explodierter Bauch oder so, also explodierter Magen. Alle Gedärme hängen überall. So, jetzt. Jetzt müsste das doch funktionieren. Yes! Nice! So. Dann gehen wir mal in die Raffinerie, oder Freunde?